Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SSV TV. Nachdem sich der SSV Reutlingen mit 2 Auswärtssiegen in Pforzheim und beim Schlusslicht VfR Mannheim aus einer längeren Spielpause zurückmeldete, hat sich SSV TV vor dem kommenden Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers 2 mit Andreas Frick, einem der Reutlinger Neuzugänge, die zu Saisonbeginn an die Kreuzeiche wechselten, unterhalten. Andreas, du bist zu Saisonbeginn neu hier zum SSV Reutlingen an die Kreuzeiche gewechselt. Du bist ja eigentlich über Umwege hier gelandet in Reutlingen. Erzähl doch einfach mal ganz kurz deine Geschichte. Ja, also meine Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Ich habe in der Jugend in Ulm gespielt, dann bin ich nach Pfullendorf gekommen, habe da dann Regionalliga 3 Jahre gespielt, war da dann persönlich auch erfolgreich, habe dann ein Angebot bekommen, oder mir war schon länger in Gesprächen mit Reutlingen, dann kam aber ein relativ gutes und lukratives Angebot vom FC 08 Homburg, habe das dann auch noch kurz vor Deadline von Reutlingen wahrgenommen, auch mit Absprache mit dem Herr Schuster, weil wie gesagt, das wäre halt die Profi-Chance gewesen, weil im Pfullendorf war alles so halb professionell und der Aufwand doch relativ groß für die Regionalliga. Dann habe ich mich entschieden, nach Homburg zu gehen, weil der Trainer ja mich unbedingt wollte, aber im Nachhinein hat sich das dann alles doch nicht so rausgestellt, war dann ein Missverständnis und ich war dann da auch nicht glücklich oben in Homburg und habe dann, weil natürlich als junger Spieler will man Spieler und nicht nur auf der Bank bzw. auf der Tribüne sitzen, habe das dann auch so kommuniziert in Homburg. Natürlich immer in Absprache mit dem Herr Schusche und mit dem Walter Braun. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann kurz vor Transferschluss dann meinen Vertrag in Homburg aufgelöst habe und jetzt dann endlich beim SSV gelandet bin. Und jetzt, nachdem so die Saison so ein paar Tage alt ist, war es für dich die richtige Entscheidung oder wie hast du dich eingelebt hier in Reutlingen bislang? Ja, klar. Also am Anfang war es natürlich schwierig, weil man kommt in die Mannschaft, man nimmt natürlich jemand anderem den Platz weg und bis man da akzeptiert ist in der Mannschaft, geht es natürlich eine Weile. Das geht am besten über Leistung und jetzt momentan fühle ich mich richtig gut, jetzt auch nach denen 2 Siege, weil jetzt hat sich das Ganze mal ein bisschen wieder beruhigt und man merkt auch in der Mannschaft, der Druck ist abgefallen oder nicht mehr so da wie vorher, weil Zweitletzter war jetzt nicht so toll, auch für den ganzen Verein und fürs ganze Umfeld. Aber wie gesagt, jetzt fühle ich mich hier richtig wohl und auch, was für mich oder als Spieler immer wichtig ist, ein persönliches Umfeld. Und das hat mir hier halt gegeben, gerade mit dem Walter Braun, dann auch mit dem Klaus vorne. Und es macht halt richtig Spaß, auch mit dem Trainer ein gutes Verhältnis. Das ist wichtig für einen jungen Spieler. Ja, du sprichst selber an, ein gutes Umfeld ist dir wichtig. Für dich ganz persönlich hier in der Mannschaft, wer sind da so deine Ansprechpartner oder Kumpels, mit denen du vielleicht sonst auch mal so um die Häuser ziehen kannst? Also um die Häuser ziehen ist schwierig, weil ich habe ja 60 Kilometer bis hierher und die anderen kommen ja alle Richtung Stuttgart. Von dem her, um die Häuser ziehen ist noch relativ schwer. Wo wohnst du momentan? Ich wohne in Binswanger, das ist in der Nähe von Riedlinger und ja, ein ganz kleines, beschauliches Örtchen, aber ist auch schön dort. Ja, genau. Zu meinen Ansprechpartnern in der Mannschaft, das ist natürlich der Chuse als Kapitän, er ist richtig wichtig. Dann mein Banknachbar, der Mitch, auch mit denen unterhalte ich mich sehr viel und jetzt auch mit dem Neuzugang, mit dem Ivan noch. Ja, und dann der Piero, das sind so meine Hauptleute, mit denen ich viel rede, auch auf dem Platz, kommuniziere und neben dem Platz, wenn es Gelegenheiten gibt. Ja. Jetzt hast du es auch selber schon angesprochen, der Saisonstart beim SSV war jetzt nicht ganz so, wie du oder wie sich die Mannschaft das vielleicht auch vorgestellt hat. Es hat holprig begonnen, inzwischen jetzt nach dieser langen Spielpause habt ihr wieder losgelegt mit 2 Auswärtssiegen. Was macht dich so zuversichtlich, dass jetzt am Wochenende gegen die Kickers endlich der erste Heimerfolg auch bei rausspringt? Ja, wie gesagt, nach dem Spiel in Mannheim oder nach dem Spiel in Pforzheim schon, man hat gemerkt, von vielen, weil wir auch eine junge Mannschaft sind, ist einfach eine Last abgefallen. Wir wachsen zusammen, wir leben wirklich das, was der Trainer uns vorgibt, auch das 100% SSV. Das merkt man immer mehr, wie es kommt und von dem her macht mich das auch zuversichtlich, dass wir da gegen Kickers erfolgreich am Wochenende vom Platz gehen werden.
Gegen Pforzheim hast du dein erstes Pflichtspieltor für den SSV geschossen, ja, beim 1:1, beim wichtigen 1:1 Ausgleich in Pforzheim. Ja. Wie siehst du deine persönliche sportliche Entwicklung hier an den ersten Spieltagen in Reutlingen? Ja, also zufrieden ist man als Sportler natürlich nie. Das erste Spiel gegen Freiburg habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Ich wäre hier gern mit meinem ersten Pflichtspiel mit einem Punktgewinn rausgelaufen. War dann nicht so, die Leistung war auch nicht wirklich top, aber wie gesagt, so wie sich die Mannschaft steigere, so steigere ich mich auch, weil ich brauche die Mannschaft um mich herum. Wenn alles funktioniert, spielt man auch als Spieler selber besser, aber ich denke, mit der kommenden Fitness und auch mit den Spielen einfach, die man dann auf dem Buckel hat, dann kriegt man Routine rein in seine Abläufe, von dem her wird das alles top und ich bin, denke ich, auf einem guten Weg. Der SSV hat jetzt 10 Punkte auf dem Konto momentan, ja, hat noch ein Spiel Rückstand auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Was hältst du noch für möglich für den SSV? Ist vielleicht doch nochmal mit einer Serie möglich, auch vorne anzugreifen ein bisschen, so um die vorderen Plätze mitzuspielen? Ja, also natürlich das Ziel am Anfang vom SSV, ich habe das ja, bevor ich hierher komme, bin am 28. August, habe ich das verfolgt, ist natürlich oben mitzuspielen. Die momentane Situation lässt... Da kann man einfach nicht träumen. Wir müssen hart an uns arbeiten. Von dem her kann ich da auch keine Prognose abgeben, wie es laufen wird, wenn wir mal eine Serie startet. Weil, wie gesagt, jeder Dreier ist momentan für uns wichtig. Und wenn das erst peu à peu kommt, dann kann man auch sagen, wir greifen oben nochmal an. Die Liga ist so ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Von dem her weiß man nie, wie schnell es geht, aber in beide Richtungen, nach oben oder nach unten. Alles klar. Andreas, vielen Dank für deine Worte und ich wünsche natürlich viel Erfolg dir und der Mannschaft, dass es am Samstag dann gegen die Kickers zum nächsten Dreier reicht. Ja? Ja, super, danke schön. Danke.